oaad.de. One every day keeps the doctor away. Moin moin, servus, grüße und hallo und willkommen zur neuen One Every Day Folge mit keiner App im eigentlichen Sinne, obwohl ich sie unter die Kategorie Web Apps packen werde. Es ist ein Dienst, PixelFed. Das ist Image Sharing for Everyone, pixelfed.social, verlinke ich natürlich. Und es ist ein Instagram-Clone, a free and ethical photo-sharing-Plattform, Instagram-Clone. Ohne Werbung. Ihr könnt Leuten folgen, ihr könnt Bilder liken, ihr könnt kommentieren. Es sieht sehr aus wie Instagram. Was schön ist, die Timeline ist in einer chronologischen Sortierung, nicht den Kack, den Twitter und Instagram machen. Ihr könnt noch, wenn ihr ein Bild hochladet, einen Filter raufpacken. Müsste meiner Meinung nach nicht sein. Ja, warum? Weil ich Bilder vorher bearbeite. Es sollen sogar bald Stories kommen, also ja, wie man es von Instagram kennt. Wie bin ich darauf gestoßen? Na, beim Mastodon, da nutzen das einige und dann bin ich darauf gestoßen und ich habe keine Ahnung eigentlich, wie PixelFed funktioniert, aber im Endeffekt glaube ich, ist das genau so was, so dezentral und verschiedene Instanzen und alle folgen sich irgendwie gegenseitig und so weiter und so fort. Wie gesagt, ich verlinke einfach mal pixelfed.social. Es gibt einen kleinen Nachteil, es gibt noch keine App dafür. Dem könnt ihr aber entgegenwirken. Ihr ruft einfach pixelfed.social auf, im Chrome-Browser unter Android habe ich das jetzt gemacht. Wird bei Safari unter iOS wahrscheinlich auch so funktionieren. So ruft die Seite auf und sagt einfach zum Desktop hinzufügen und dann öffnet sich halt die mobile Seite. Ihr habt aber nicht die URL-Leiste oben und nicht die Browser-Bedienelemente und habt im Prinzip sowas wie eine App und könnt dann auch von unterwegs Bilder hochladen und keine Ahnung, kommentieren und so weiter und so fort. Funktioniert auf jeden Fall. Ich würde sagen, habt ihr irgendwie Interesse daran, das mal auszuprobieren? Was falsch machen kann man da wahrscheinlich nicht. Und vielleicht ist PixelFed ja was für euch. Ich sage vielen Dank fürs Zuhören. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Und natürlich und selbstverständlich ciao und bye-bye. Das war One App a Day. Fragen oder Feedback richtet ihr an info@oaad.de. facebook.com/oneappatag, gplus.de/oneappatag oder eine @Menschen an twitter.com/oneappatag.